Einen wunderschönen guten Tag, lieber und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Hallo, Claire Beaumont. Oh, ich hoffe, meinem Bruder geht es gut. Wir erstatten Bericht. Madame Beaumont, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Bardolf? Was wissen Sie über meinen Bruder? Er hat sich leider den Erschwinderinnen angeschlossen. Und er will nicht zurück. Was? Nein! Nein, das kann nicht sein! Er wollte ihren Rat! Das ist alles! Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolf! Ja, wollte jetzt... Ich hatte gehofft, dass er irgendwas anderes sagt, aber hey, dein Bruder will dich nicht mehr sehen, ist halt eigentlich immer eine sehr ungünstige Antwort, ne? Naja, was willst du machen? Das ist ein bisschen doof. Begebe dich zum Unterrichtsraum für Tierwesen. Wir gehen mal rüber. Ich habe da auf jeden Fall Lust drauf und bin eigentlich nur deshalb nicht schon in der letzten Episode hingegangen, weil ich mir das einfach thematisch ein bisschen alles aufteilen will. Das ist... Bei diesem Flohpulverzeug bin ich auch immer wieder am überlegen, ja, wo ist die nächste Station? Ich vergesse immer, dass du einfach so schnell reisen kannst. Oder? Achso, ja. Klar, aber ich muss halt... Ja? Wie komme ich da jetzt hin? So. Unterrichtsraum Tierwesen. Waren wir ja schon mal. Let's go. Hä? Ach so. Rebellion. Also ich wollte schon sagen, Unterrichtsraum ist... What? Hola! Oh, cute. Ah, Stufe 2, Stufe 2. Was ist das denn? Hello! Rebellion. Du gehörst mir, Demi-Guys. Huh? Ach, da drinnen, ne? Ist halt ein bisschen blöd, weil ich komme da halt eh nicht rein, ne? Ja? Ja, ich komme da nicht rein und ich brauche... Rebellion. Nice. Ich brauche ja für den, für die Schlossstufen brauche ich ja Demigeise, aber wenn ich den nicht holen kann, wegen der Schlossstufe, ist ja doof. Was ist Spiel, by the way, ein bisschen lauter, ne? Sorry, dass es so leise war. Gucken, ob die Lautstärke gleich passt, hä? Anfangen, ja. Alles gut. Let's go. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting. Würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier. Du kannst an Gerald üben.
Achte bloß auf seine Zunge. Geralt. Er ist cute. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Oh, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Oh. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Es ist so schade, dass Kimi gerade schon schläft. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Die katzenähnlichen Dinger oder was? Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Der Name aus der griechischen Mythologie. Na gut, warum nennt man Slytherin-Schüler nicht irgendwie so John? Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Cool. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Jo. Hey, hier drüben. Na los. Ich verstehe eine Sache noch nicht ganz, nämlich, wie kann ich so Zauberspruch-Dinger
und Tierwesenpflegeprodukte durchmischen. Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orgiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Ah. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Okay. Wait. Ach, das ist ein Geralt, ja. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Das klingt alles so falsch. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Ein Meteor. Bleib zurück. Hippogreif? Ein Hippogreif! Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Wolkenschwinge ist ein sehr guter Name, der wie Seidenschnabel klingt. So. Ich finde, also es ist ein sehr wohlklingender Name. So, und jetzt setz dich mal hin. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee.
Wissen ist Macht. Und Spaß. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ja, ey, cool. Also Seidenschnabel, beziehungsweise hier Wolkenschwinge. Hippogreife allgemein. Sehr cool. Ganz kurz, ich muss mal eine Sache nachchecken. Ja. Ah, das ist quasi wie normale Zaubersprüche. Okay, never mind. Ja, ganz kurz, dann machen wir das mal so, weil... Das wird jetzt leider nichts sein, was ich jetzt auf die Schnelle immer wieder brauche. Ah, wobei, ich habe eine... Ich habe eine Sache vergessen, Moment. Ja, das ist durchaus wichtig. Hier könnten wir nochmal... den Kältezauber machen. Wobei, Depulso und Dings machen wir hier. Und hier machen wir den Kältezauber. Ja, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Was haben wir hier noch alles? Aufträge. Okay, wir können mit Sirona sprechen. Madame Kogawas Aufgaben. Machen wir das mal. Hallo Hundis. Tschüss Hundis. Ich will den Hunden nichts tun. Guckt mich nicht so an, Leute. Mag Hunde. Ah ja. Na bitte. War natürlich nur ein geplanter 180. Oh, welch angenehme Überraschung. Habe ich eigentlich unendlich viel von diesem Kraut? Revelio. Ja, was nun? Revelio. Was kann ich damit machen? Lazio. Incendio. Revelio. Ah. Okay.
Nice. Revelio. Zwei sind schon mal genau da gelandet, wo ich sie gebraucht habe. Aber auch nur zwei. Ach, das ist nur eine Eule. Revelio. Ja gut, das ist jetzt natürlich unlucky, ne? Ja gut, ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Was machst du denn hier oben? Sorry, I guess? Warum kommen da fünf Dinger mit? Akio. Akio. Ja gut, die sind hier durchgebuggt, leider. Da kann ich noch so sehr hoffen, wenn hier nicht irgendwie noch welche sind. Nope. Dann passiert da nichts mehr. Gut, gehen wir weiter. Wo sind wir denn hier? Oh, ein Banditenlager. Wenn wir hier fertig sind, gehe ich direkt. Es war. Ich hab was gehört. Protego! Stufe! Stufe! Au! Incendio! Stufe! Du bist hier! Der Doktor! Komm, trink! Revelio. Sogar eine Aschwinde. Revelio. Ja, die Kontermechanik macht es halt relativ easy tatsächlich.
Wait, was ist das denn? Wieder so ein Merlin-Rätsel? Ah. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ja. Rebellion. Einfach kaputt machen. Okay. Revelio. Hätte ich auch mal bei den Kugeln versuchen müssen. Expelliarmus. Defendo. Confringo. Revelio. Diese Steine verstehen auch nur Explosionen. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Hä, war hier nicht noch ein Fels? Da oben. Confringo. Hallo? Hä? Ja, come on. Leute? Warum nicht? Das ist gerade ein bisschen dumm. So, komm mal hier. Da kann ich doch... Bro, are you serious? Okay, dann probieren wir es nochmal anders. Wir klettern hier... Klettern, genau. Wir gehen hier hoch. Danke. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Läuft. Läuft. Läuft, läuft, läuft. So. Let's keep going to the target. Target. Aha. Schon wieder ein Banditenlager. Ja. Ein Schloss. Das muss mal sehr... Wait. Was für eine Art von Schloss? Ein Ort alter Magie. Ich habe Brockboro so oft überfallen. Die Leute dort klauen. Tja, wenn du nicht so vergesslich wärst, hätten wir wahrscheinlich noch mehr. Man kann nie zu viele Sinne haben, mein Freund. Confringo! Incendio! Protego! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Wenn du mich... Defendo! Akio! Impulso! Confringo! Protego! Stufo! Wieder da, wie ich sehe. Confringo!
Okay, was ist mit ihm? Er dreht seinen Runden. Das wirst du noch bereuen. Alright. Ins Händchen. Petrit, komm, bring du. Let's go. Incendium. Expelliarmus. Defendus. Constrictus. Okay, ein Ort alter Magie. Wer hier wohl gelebt hat. Also wir haben jetzt so ein Merlin-Ding und so ein Ort alter Magie. Brauche ich für die Merlin-Geschichte? Da ist noch was, aber wie komme ich da hin? Ah. Incendio! Das wäre gelöst. Ja. Was halt schade ist, ist, was, dass solche Missionen auch eigentlich nur Sammelaufgaben sind im Prinzip. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Nee, echt krass. Rebellion. War noch nie gesehen. Rebellion. Wo ist denn das letzte jetzt? Ich würde schätzen, dass es noch eins gibt, aber... Rebellion. Oh. Ach da! Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Das ist richtig. Rebellion. Komme ich hier weiter hoch?
Ja, tu ich. Alter, sehr schön. Landen geht doch. Komm schon, das muss jetzt was richtig Cooles sein. Nice. Immerhin ein legendärer Gegenstand. Was haben wir hier hinten eigentlich? Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Was ist das hier? What? Das war cool. Okay, vielleicht komme ich von oben irgendwie rein. Claro, easy. Revelio. Ah. Aha. Incendio. Revelio. Nice. Revelio. Mich würde interessieren, wie ich da dran komme. So. Gehen wir weiter. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Jo. Revelio. Das schiefe Haus. Die Einheimischen nennen es das schiefe Haus, wegen des seltsamen Winkels, in dem es zu den Wurzeln, in den Wurzeln des überhängenden Baumes sitzt. Das ist einleuchtend, jo. Ja. Dieser Pippin sollte längst hier sein. Revelio. Ingwerwurzel. Der Barkeeper in Keenbridge hat immer einen Vorrat an Ingwerwurzeln, um die Übelkeit seiner Gäste zu bekämpfen, damit sie länger trinken können. Okay. Perfide, aber smart. Wieder mal auf Abenteuertour? Immer zu spät, dieser Pippin. Hallo. Madame Le Wang, ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Ja, von einem Zaubertrank habe ich doch nur einen genommen, oder? Okay, ganz kurz.
Aufträge. Was für... Da, trinke einen Unsichtbarkeitstrank. Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha, keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Okay. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Was verkaufen Sie hier? Let's go. Wonach suchen wir heute? Also, wir suchen nach Geld. Ich verkaufe. Das kann ich gut gebrauchen. Das finde ich gut. Vielen Dank. Ja, also die Sachen, die wir identifizieren konnten bis jetzt, die sind nicht brauchbar. Was ist das? Blutegelsaft. Danke. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Rebellion. Klang jetzt anfangs nicht so, als ob sie meine Anwesenheit wirklich gemocht hat, aber hey. Ganz kurz, gibt's in diesem Dorf einen Demigeist? Eine Statue, Tatsache. Ah, Bienenwabennester oder was? Bienenstöcke. Die Welt der Zauberei braucht genauso viel Honig für ihren Tee wie die Muggelwelt. Lass mich raten. Der Demigeist sitzt in diesem Haus. Oh, ein Rezept für Zaubertränke. Das ist cool. Aha. Alohomora. Sehr schön. Ach, da ist er ja. Du gehörst mir, Danny Geis. Revelio. Ein Landschaftsgemälde. Sammlung aktualisiert. Ich finde ja eine Sache immer ein bisschen weird, dass du es bei so vielen Leuten einfach ins Haus gehen kannst. Einfach Persönlichkeitsrechte null gewahrt. Zwei Mal abgeschlossen. Revelio. Katzen. Kann ich eigentlich die Powertränke verkaufen? Weil 25 Getränke. Wer hier wohl wohnt? Schön, Sie wiederzusehen. Gleich. Was verkaufen Sie? Wonach suchen wir heute? Sehr schön. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Ich würde tatsächlich demnächst dann einfach mal und das machen wir am Ende der Folge nochmal. Raum der Wünsche. Wait, Trollpopel? Hab den falschen Auftrag. Kogawa war das ja. Let's go. Machen wir die Dinger hier kaputt.
Und dann ab zum Raum der Wünsche. Wahrscheinlich wieder ein Banditenlager. Was sollte es auch anderes sein? So, gehen wir zurück nach Hogwarts, Leute. Karte von Hogwarts. Wait, haben wir die Aufträge jetzt eigentlich erfüllt? Ja, kehre zurück. Okay. Geheime Räume. Raum der Wünsche. Let's go. Ja, jetzt identifizieren wir nochmal, was wir da alles gesammelt haben. Und dann geht's demnächst weiter. So, identifizieren. Boah, Tollhaus, Alter. What? Warum kann man sowas überhaupt anlegen? Warte. Talente, 0 Punkte. Ah, ich habe fast Level 22 jetzt. Ah ne, Ausrüstung ist es ja. Also, Handbekleidung. Oh, das sieht enorm cool aus. Das sieht cool aus. Das sieht auch cool aus. So, Erscheinungsbild ändern. Der Schal passt eigentlich ganz gut zum restlichen Outfit und auch zum Haus. Die Brille legen wir mal. Achso. Bro, es ist einfach. Ey. Es tut mir leid. Nein. Einfach nein. Nein. Warte mal. Ausrüstung. Was haben wir hier noch Neues? Das Spiel geht, glaube ich, ein bisschen davon aus, dass ich weiß, was davon schon alles. Also, wo ich was Neues dazu bekommen habe, jetzt gerade im Inventar. Weil da stand nirgends Neues oder so dabei. Wollen wir nochmal schnell zu Madame Kogawa? Komm, machen wir. Wir haben noch nicht die. Auf Karte finden, das ist cool. Auf Karte finden ist eine coole Taste. Die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist sehr schön. Das kann man gut machen. Nice, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Hallo. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das zeugt von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähiger Sucher erwiesen. Hm. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Ist einfach nur ein Versteinerungszauber, ne? Dann im Prinzip. Bewegungen. Ein M einfach. Halt, stopp. Würde Andreas jetzt sagen. Hä? Sehr gut. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft wie möglich üben. Vielleicht anhand der Bücher? Vor Sie gehen. Arresto, Moment. Sehr gut. Weiter so. Stufe 2, schade. Oh, 150 EP. Nee, hat noch nicht den Levelaufstieg bedeutet. Alrighty. Was ist denn die nächste Aufgabe so? Ganz kurz gucken. Also, wir müssen mit Sirona sprechen. Ja. Ansonsten haben wir echt viele Nebenquests auch. Also, ganz blöd gefragt. Gibt es hier eigentlich so eine Art Fortschritts- Anzeige, Weltkarte. Sehe ich vielleicht, also
eine Gesamtspielfortschrittsanzeige. Mir geht es jetzt nicht darum, ja, hier siehst du für diesen Ort oder für diesen Ort, wie viel Fortschritt du hast, sondern wie viel Gesamtprogress haben wir bis jetzt? Vielleicht bei Sammlung? Nee. Einstellungen? Auch nicht. Wie dem auch sei, da ich nie auf 100% spielen werde. War es das an der Stelle, werte Damen und Herren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn es so ist, lasst gerne mal noch oben ein Abo raus. Und beim nächsten Mal dabei sein. Bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Ciao.